Freunde, immer wenn ich euch hier in meinem Wohnzimmer mit einem Espresso begrüße, dann wisst ihr Bescheid, dass mal wieder ein Reaction-Video ansteht. Ihr habt mir mal wieder fleißig über Instagram und Snapchat eure Videovorschläge für dieses Reaction-Video eingesendet. Also falls ihr mir da noch nicht folgt, dann könnt ihr das an dieser Stelle sehr, sehr gerne nachholen. Und letztes Mal war ich ja mit dem lieben Kelly Kayo Ketchup Mayo am Start. Ja, der brauchte wieder einen Experten bei der Seite, deswegen bin ich hier, damit ihr auch qualitativen und hochwertigen Content bekommt und nicht nur einfach Entertainment. Okay. Aber das soll uns für heute nicht weiter stören, denn der Vagabundo Kelly wird sich in nächster Zeit vermutlich irgendwann wieder blicken lassen. Freunde, ich würde vorschlagen, wir labern gar nicht lange drum rum. Ich klappe jetzt meinen Laptop auf und heute gehen wir quasi mit A$AP Rocky shoppen. Er war ja mal irgendwann bei Complex zu Gast in so einem Designer-Store und da haben echt ein paar Leute von euch gesagt, dass ich es mir mal angucken soll, auch wenn ich es mir bestimmt schon 2-3 Mal angeguckt habe, weil es wirklich ein legendäres Video ist. Wie immer packe ich euch das Originalvideo als Link unten in die Beschreibung. Dann könnt ihr euch das Video nochmal in voller Länge angucken, wenn ihr denn wollt. Und wir fangen jetzt direkt an mit der Reaction. Was man vielleicht dazu sagen muss, ist, dass dieses Video schon etwas älter ist. Es wurde im Jahr 2015 hochgeladen, um genau zu sein, im April. Und deswegen, ja, muss man sich so ein bisschen in die Zeit zurückdenken. Aber da werden wir noch die ein oder andere Stelle sehen, wo ich dann nochmal explizit darauf zu sprechen komme. Erstmal generell ein paar Worte zu dem Outfit von A$AP Rocky. Ich muss sagen, die Ringe sind on fleek, gefallen mir sehr, sehr gut. Generell dieses ganze Accessoire-Game hat er wirklich sehr gut im Griff. Auch die Grills gefallen mir, würde ich zwar jetzt wahrscheinlich nicht alltäglich mit rumlaufen. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, die 2 äußeren Zähne in Silber machen zu lassen, ist natürlich immer sehr kostenspielig. Und für etwas, was man ja nicht immer anziehen kann oder tragen kann, ist das so, ja, seien wir mal ehrlich, eine kleine Geldverschwendung. Aber vielleicht wird das irgendwann noch mal kommen. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zu Grills unten in die Kommentare. Ansonsten All Black Outfit. Ich meine, die Jacke ist von, lass mich nicht lügen, entweder Andy oder Dries. Eins von den beiden. Ich bin mir gerade herbe unsicher, aber da kommt ja gleich diese legendäre Stelle. Und dazu dann einfach die Jordan 4er waren das, glaube ich, an den Füßen. Wir haben den ersten Überblick vom Store gekriegt. Sehr viel High Fashion, also günstig wird da erstmal nichts sein. Er scheint auf jeden Fall öfters zu sein, dafür, dass er den Verkäufer schon umarmt. Herzlich begrüßt, Stammkunde, ihr wisst. I like just shopping for myself and the miss of shopping, you know, stumble upon some cool brands. Man, I will go to thrift stores. Interessante News, die wir hier hören. Selbst er geht zu Second-Hand-Stores shoppen und da wird vermutlich nicht der Grund sein, dass der Typ zu wenig Knete hat, sondern weil man einen individuelleren Style bekommt. Habe ich ja auch schon in meinem letzten Video, wo ich euch gezeigt habe oder Tricks gezeigt habe, wie man sich teure Klamotten leisten kann. Falls ihr euch dieses Video noch nicht angeguckt habt, dann checkt das mal hier oben rechts ab. It makes me happy like music does. Auch ein Statement, das ihn shoppen glücklich macht, können wahrscheinlich viele von uns nachvollziehen. People could throw bonbon on, but if you don't know how to style it, yeah, properly, yeah, that seems yeah, like yeah. the tough part for a lot of people. I think if you paid a lot of money for it, it's good. That's not true. Ihr habt recht, Freunde, ihr müsst euch einfach in den Klamotten, die ihr tragt, wohlfühlen. Das ist das A und O. Ich glaube, das sage ich euch schon seit dem ersten Video, was ich hier auf YouTube veröffentlicht habe. Glaubt mir, Freunde, ihr könnt die teuersten Klamotten tragen, wenn ihr euch nicht darin wohlfühlt, wenn ihr nicht selbstbewusst auftretet, dann hilft das alles nichts. You understand me? Feel me? Digga, was ist das für eine Hose? Der meint das so ernst. This is definitely the Hugh Hefner wag. I'm a come clean. Yes, for sure, man. Das wird vermutlich 2019 keiner mehr so anziehen. Aber hey, ist der Hugh Hefner Swag. How do you feel about Off-White and how that's taken off and kind of the streetwear aesthetic? I don't even care to speak on that. Nicht wunder, meine Freunde, das waren die Zeiten, wo der Beef noch im Gange war. Mittlerweile trägt A$AP Rocky selber Off-White. Alles cool, aber da merkt man halt, dass dieses Video schon so ein bisschen älter ist. Rick Owens. Yeah, Rick man. Owens. Yeah, man. Wisst ihr, was ich am meisten an Rick Owens feiere? Erstens, dass es eine Welt ist. Also ihr könnt quasi Kollektion für Kollektion alles miteinander mischen. Es ist alles einheitlich und vor allem, dass er nicht nur Kleidung macht. Er macht
macht Statuen, Kunstfiguren, weiß, er macht, glaube ich, sogar Möbel und das feiere ich brutal. Auch ein gutes Beispiel dafür ist die Kollabo von Off-White mit Ikea. Dieses Projekt an sich feiere ich mega. Das ist im Übrigen auch ein Grund, meiner Meinung nach zumindest, warum Supreme so einen Hype erlangen hat. That looks like Liberace's ring right there, man. Damn, how much did y'all sell that one for? For you, my friend? Oh my goodness. Warum piepen die den Preis? Herbe unnötig. War aber vermutlich nicht günstig. Er muss selber lachen, dass die anderen sich einfach nicht anziehen können. Leute, holt euch vernünftige Stylist, meldet euch bei mir. Boah, was? If you could wear one outfit for the rest of your life, what would it be? Jetzt kommt die legendäre Stelle. Geisteskrank. Rick, Rev, Dries. Jordan. Wie selbstverständlich der das einfach sagt. Es kommt eine Frage, was ist das Outfit, was du bis zum Ende deines Lebens anziehen würdest? Und er sagt einfach das. Rick, geil. So yeah, we're gonna take those two, that's cool. Wenn ich das richtig erkannt habe, dann ist das ein Balenciaga-T-Shirt gewesen. Kostet vermutlich so, ja, 200-300 €. Mal gucken, wo wir letztendlich landen. Und ich meine, der Verkäufer hält hier in den Händen noch einen Pullover von Magella in den Händen. Lass mich nicht lügen, ich schätze den so auf 600-700 €. Pullover $700 und T-Shirt $305. Sagen wir so, ich lag gar nicht mal so weit daneben mit meinen Vermutungen. Insgesamt ja über $1000. Hat er da ausgegeben oder ne, genau $1000. Freunde, das war's auch schon. Das Video ist relativ kurz mit nur 5 Minuten. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Dann wird in Kürze wieder ein Reaction-Video folgen, wobei ich das echt ein bisschen low-key halten will, nicht zu viele davon. Falls es euch, wie gesagt, gefallen hat, Daumen nach oben. Ich bin raus. Wir sehen uns am Donnerstag um 18 Uhr hier auf dem Vlogging-Kanal mit einem neuen Video.